Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir, Farb.io. Heute mal ein anderes Video und zwar zeige ich euch, wie ihr GDevelop runterladen könnt. Das ist jetzt für ganz Neubeginner und ja, dafür gebt ihr erstmal GDevelop ein. Das würde eigentlich schon reichen und dann geht ihr hier auf gdevelop-app.com, öffnet das Ganze und kann dann hier ausprobieren, try it online. Das bedeutet, dass ihr es halt online ausprobieren könnt. Und genau, da könnt ihr neue Projekte machen und das auch testen und alles. Das geht auf jeden Fall. Und dann kann man das auch spielen. Aber ich will euch heute zeigen, wie man das downloadet. Und zwar klickt ihr hier auf Download. Dann auf euer Betriebssystem oder auf Browser, klickt ihr auf Windows oder halt was euch gehört, aber ich was ihr für ein Betriebssystem habt, aber ich habe halt jetzt Windows, geht auf Speichern, wartet bis der Download abgeschlossen ist . Ja, dauert jetzt noch kurz. Und dann könnt ihr das schon ausführen. Ich mache jetzt hier, dass es gleich nach dem Download ausführt. Genau. Dauert nur kurz. Okay, ist jetzt fast fertig. Steht dort nach dem Download öffnen. Und ist gleich fertig. Genau, und dann öffnet sich dieses Fenster und dann läuft es einfach und man kann, also man muss nichts mehr machen. Da können wir jetzt einfach warten. Falls euch das Video geholfen hat und gefällt, lasst ein Like da und ich mache es weiter. Genau, jetzt ist der Download abgeschlossen und es öffnet sich schon automatisch und man ist eigentlich wieder in der gleichen Szene drin, wie man davor war. Ich muss das kurz wieder schließen. Und genau, da kann man dann neues Projekt erstellen und hier auswählen, was man machen will. Aber falls ihr ein Beginner-Tutorial wollt, wie man so ein Plattformerspiel macht oder allgemein Spiele, schreibt es in die Kommentare und schaut euch auf jeden Fall meine anderen Tutorials an, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Genau. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Lasst ein Like da, abonniert und schreibt auf jeden Fall einen Kommentar wegen dem YouTube-Algorithmus und ciao.